Moin Moin und herzlich willkommen auf unserem On The Road YouTube Channel. Das ist unsere erste Folge auf unserem neuen Kanal. Wir, das sind Sascha und Melanie. Die Melanie. Und ja, warum machen wir diesen Kanal oder warum wollen wir diesen Kanal machen? Wir haben mal eine Löffelliste gemacht. Das ist so die eine Liste, wo man drauf schreibt, was möchte man eigentlich in seinem Leben noch so machen und was möchte man erreichen etc. Und da haben wir beide eine Liste gemacht und dann haben wir uns die mal angeguckt und haben festgestellt, das meiste, was da drauf steht, sind Reisen. Wir wollen also uns die Welt angucken, wir möchten viele Sachen erleben und deswegen haben wir gesagt, machen wir das jetzt einfach. Geplant war, dass wir es ursprünglich erst im Rentenalter machen und irgendwie haben wir gesagt, wir wissen gar nicht, was auf einen zukommt und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Und was dazu fehlt, ist natürlich ein Reisegefährt. Und wir sind jetzt auf der Fahrt zu einem Händler, wo wir uns ein Wohnmobil kaufen. Beziehungsweise wir haben uns das schon gekauft, aber wir holen das jetzt ab. Und ja, und dann zeigen wir euch mal, wie es aussieht und wie es dann weitergeht. Also viel Spaß. So, da steht das gute Stück und wir sind auch ziemlich aufgeregt und ja, rein können wir jetzt leider noch gar nicht, aber das zeigen wir euch nachher. Wir werden bestimmt gleich noch mal so eine kleine Einführung kriegen. Kennzeichen haben wir mit und ja, gehe ich mal nach vorne und sage, dass wir da sind. Wir haben erst um 14 Uhr Übergabe und darum habe ich aber gefragt, und anderen Kollegen, wir dürfen schon mal rein. Und auch das sieht sehr schön aus hier. Das ist kein Neufahrzeug, das ist ein Gebrauchtwagen. Der hat schon 50.000 runter. Naja, was heißt schon? Also er macht für uns auf jeden Fall einen richtig schönen Eindruck, guten Eindruck. Da haben sie auch Teppich noch reingelegt. Als ich mir den angeguckt habe, lagen die Teppiche noch nicht. Das ist natürlich super. Hier ist das Bett. Oh, das ist schon klasse. Ach, da freue ich mich, wenn das losgeht hier. Hier haben wir auch einen schönen Schrank. Auf der anderen Seite ist das Bad. Schön großer Spiegel. Hier Dusche. Das ist jetzt fest, aber das kann man richtig schön ausklappen, dass man da auch duschen kann. Und was mir richtig gut gefällt, man kann diese Tür hier zumachen. Ach, das zeige ich euch alles. Die kann man zumachen und dann hat man hier komplett abgetrennt. Ja, das ziehe ich zu und mache das dann daran. So, dann warten wir jetzt noch mal ein bisschen, bis offiziell Übergabe ist. Sehr schön. So, jetzt geht's los. Ab nach Hause. Aquaplaning. Wir sind direkt losgefahren und es schüttet aus Eimern. Das haben wir lange nicht erlebt, so ein Unwetter. Eine gute Probe und ein guter Test für die Dichtigkeit unseres Wohnmobils. Aber eigentlich hätten wir auch darauf verzichten können. Naja, wir sind auch gleich zu Hause. So, wir sind angekommen.
die letzten Meter, ich hoffe, wir kommen da vorbei. Das ist nämlich ziemlich, ziemlich eng. So, wir müssen mal vorsichtig probieren, ob wir da vorbeikommen. Oh, das passt. Super. Haha, klasse. Sehr schön. Haha. Die Nachbarn begrüßen uns schon. So. Ja, wunderbar. Lieferung, die haben wir schon mal geschafft. So, schaut mal, wir haben jetzt Strom aus der Garage genommen. Verlängerungsschnur, sodass wir hier jetzt an Landstrom hängen. Haben mal die Satzschüssel ausgerichtet. Gucken jetzt ein bisschen Fußball noch. Ein bisschen Getränke natürlich. Und da hinten wird jetzt schon mal das Bettchen gemacht. Und dann werden wir uns gleich die erste Nacht hier schön im Bett reinmuscheln und hoffentlich morgen früh keine Rückenschmerzen von den Matratzen haben. Ich bin mal gespannt. So, in der Zwischenzeit ist dunkel geworden. Wir haben uns hier die Betten gemütlich gemacht und ja, wir hoffen, ihr hattet auch so einen ersten Eindruck, so wie wir das jetzt hatten von dem Wohnmobil. Und ich hoffe, ihr seid auch genauso gespannt wie wir, wenn wir jetzt das erste Reiseziel in Angriff nehmen. Das wird die Weser wohl sein, bei Elsfleth. Ne? Mhm. Und dann schauen wir mal, wie uns das hier so gefällt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch mit dabei seid. Und wir sagen jetzt erstmal gute Nacht. Das war ein anstrengender Tag heute. Aber wir sind froh und glücklich, dass wir das jetzt wirklich hier vor der Tür stehen haben. Und ja, wir freuen uns. Ja. Und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Ciao.